Wir sind hier heute im Stadtbadhaus in Krefeld. Was findet ihr heute für eine Veranstaltung statt? Ja, wir werden hier also die neue Session eröffnen. Wir haben hier eine Sessionseröffnungsgala. Es wird der neuerische Ehrenbürger gekürt. Und wir haben natürlich auch unsere Ehrennadel verliehen an den Herrn Hofer für außergewöhnliche Verdienste für das Komitee. Jochen Hofer, bekannt als der Mann bei der Stadt Krefeld, der für die Organisation der Rosenmontagszüge zuständig ist. Warum genau er und warum in diesem Jahr? Was hat es damit auf sich? Ja, Jochen Hofer ist also seit vielen Jahren unterstützt er uns bei der Organisation des Rosenmontagszugs. Lieber Jochen Hofer, mit dem Brauchtum Karneval in unserer Vaterstadt würdigt der Vorstand diese Tätigkeiten und überreicht Herrn Hans-Joachim Hofer diese Verdienstnadel. Und er macht das dieses Jahr zum letzten Mal, danach geht er in Pension. Und dann haben wir uns gedacht, als kleines Abschiedsgeschenk von uns, als Dankeschön, dass er dann diese Auszeichnung von uns erhält. Wer ist denn der Preisträger in diesem Jahr? In diesem Jahr wird Helmut Kolekowski zum närrischen Ehrenbürger ausgezeichnet. Die war teuer! Ja, sehr schön, super! Meine Damen und Herren, liebe Brauchtumsfreunde, wie bereits in der Presse zu lesen war, trafen sich im Juli dieses Jahres die närrischen Ehrenbürger in einer malerartigen Behausung, um einen neuen Ehrenbürger zu nominieren. Prinz Andreas II., Prinzessin Klausel II., die närrischen Ehrenbürger der Stadt Krefeld, den CCC-Präsidenten und Vizepräsidenten, auf die Bühne zu bitten. Ehrenbürger! Wir als Prinzenpaar und das Kabinett beurkunden hiermit, dass wir Herrn Helmut Kolekowski aufgrund hervorragender Leistungen im Krefelder Karneval zum närrischen Ehrenbürger der Stadt Krefeld. Ich bedanke mich recht herzlich bei den närrischen Ehrenbürger für die Ernennung. Ja, und bei der Prinzengarde für den tollen Auftritt. Danke.